Zu einem langen Einsatz kam es am Montag in der Hinterhofstraße in Leinfelden-Echterdingen. Eine Scheune hielt den letzten Starkregen- und Sturmtagen nicht stand und stürzte teilweise in sich zusammen. Um keine weitere Gefahr für umliegende Gebäude und einen Pool darzustellen, wurde am Montagnachmittag das THW Neuhausen und ein Baufachberater des THW Stuttgart durch das Baurechtsamt der Stadt Leinfelden-Echterdingen hinzugezogen. Fabian Frank, Einsatzleiter des THW Neuhausen, schilderte uns den Einsatz. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass es sehr beengte Verhältnisse sind. Also wir haben nicht viel Platz, unsere Fahrzeuge aufzustellen oder auch zum Objekt durchzudringen und unsere Geräte zu positionieren und gut an den Einsatzort zu kommen. Also wir haben zunächst die Ziegel von dem Dach entfernt, um die Windlast davon zu nehmen. Wir tragen jetzt Stück für Stück den Dachstuhl ab und legen dann mittels eines Baggers die Giebelwände um. Die Anwohner sind zum Teil außerhalb, andere sind auch hier vor Ort. Die haben uns hier mehr oder weniger herzlich empfangen, hat Kaffee bekommen, Getränke. Also die sind da eigentlich froh, dass wir da sind. Ja, die gucken auch da interessiert zu. Um die Arbeiten zu unterstützen, wurde das THW Schorndorf mit einem Bagger alarmiert. Mit diesem konnten die Arbeiten weitergeführt werden. Die Einsatzkräfte aus Neuhausen wurden am Morgen von Kräften des THW Ostfildern abgelöst. Bis in den Dienstagmittag zogen sich die Arbeiten in Leinfelden-Echterdingen.